Richard Horatio Rick Cavanian, geboren am 26. Januar 1971 in München, ist ein deutscher Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher armenischer Abstammung. Bekannt wurde er vor allem durch die Bully-Parade, in der er zusammen mit Michael Bully Herbig und Christian Tramitz auftrat. Leben. Rick Cavanian wuchs bei seinen Eltern, einem armenischen Einwandererpaar aus Bukarest, und bei seiner Großmutter in München auf. Von 1990 bis 1994 studierte er insgesamt 9 Semester Politikwissenschaft, nordamerikanische Kulturgeschichte und Psychologie in München und Augsburg. Die Zusammenarbeit mit Herbig begann 1990. Rick Cavanian und Michael Herbig waren für die Radioshow Lange Mann und die Morgencrew beim Münchner Radiosender Radio Gong 96,3 als Autoren und auch am Mikrofon tätig. Nachdem Cavanian 1995 bis 1996 in New York am Lee Strasberg Theater Institute Schauspiel studiert hatte, arbeitete er ab 1996 zusammen mit Herbig für die Pro7-Sendung Easy Bully und 1997 für die wöchentlich ausgestrahlte Radioshow Bullies Late Light Show und die Bully Parade. Ab September 2006 bis Mitte 2009 tourte er durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit seinem ersten eigenen Comedy-Programm Kosmopilot. Ab Herbst 2009 war er mit seinem neuen Programm Ipanema auf Tour. Ab Januar 2011 war Rick Cavanian neben Monika Gruber und Bruno Jonas Mitglied des Teams von Die Klugscheißer, einer monatlichen Satireshow des bayerischen Fernsehens und das Erste. Seit September 2012 ist er mit seinen Bühnenprogrammen Ego Strip, Dollbohrer und Offroad unterwegs in Deutschland und Österreich. Er hat außerdem eine wöchentliche Radiokomödie in Bayern 3. Rick Cavanian lieh zahlreichen Filmfiguren seine Stimme als Synchronsprecher. 2013 erhielt er für die Stimme des Ritter Rost im Animationsfilm Ritter Rost, Eisenhart und voll verbeult den Deutschen Animationssprecherpreis beim Trickfilmfestival Stuttgart. Er spricht 4 Sprachen: Armenisch, Rumänisch, Deutsch und Englisch. Im Sommer 2016 agierte er bei den Dreharbeiten für Bully Parade, der Film, in verschiedenen Rollen. Die Komödie lief zum 20. Geburtstag der Sketchshow am 17. August 2017 in den Kinos an. Erneut spielte er neben Michael Herbig und Christian Tramitz. Der Film errang in der ersten Woche Platz 1 der Kinocharts. Privates. Cavanian lebt mit seiner Frau Ilka, die er nach 3 Jahren Beziehung im August 2005 geheiratet hat, im Münchner Stadtteil Trudering. Cavanians Eltern leben seit 1997 in New York. Als sein persönliches Vorbild bezeichnet er den britischen Filmschauspieler und wandlungsfähigen Komiker Peter Sellers.